Herzlich willkommen zu einer Sequenz, wo wir die drei Krieger, Kriegerinnen integrieren. Lisa wird die Variante, die vollendete Variante für ihr Geübte machen und Ruth die sanfte Variante. Und so kommt an den Anfang eurer Matte und schließt nochmal einen Moment die Augen, kommt in der Berghaltung, Tadasana, an. Nimm ein paar tiefe Atemzüge. Stell dir vor, wie Prana, die Lebensenergie, aus der Erde durch deine Fußsohlen in dich einströmt, bis zur Krone deines Kopfes. Und mit der Ausatmung darf alles abfließen, was jetzt bereit ist zu gehen. Mit der nächsten Ausatmung bring die Hände vor dein Herz in die Gebetshaltung, in Namaste. Und mit der Einatmung bring die Arme nach oben, geh hier nochmal in eine Rückbeuge, schieb das Becken vor, neig dich zurück. Und mit der Ausatmung fließe in die Vorwärtsbeuge und tritt zurück in den herabschauenden Hund. Im herabschauenden Hund lass die Fersen sich Richtung Boden ausrichten. Streck den Rücken lang, dazu kannst du auch die Hände noch ein bisschen öffnen, um die Länge im Rücken ein bisschen mehr werden zu lassen. Und für den Krieger 1, gib den rechten Fuß nach vorn zwischen deine Hände. Mit der Einatmung richte deinen Oberkörper auf, nimm die Arme über vorne mit nach oben in Kriegerin 1. Dein Blick, dein Fokus geht nach vorn, dem Ziel entgegen, dem Weg entgegen, den du gehst. Und dann begib dich in den Krieger 2, indem du den hinteren Fuß jetzt ganz auf die Fußsohle drehst und den Oberkörper mitdrehst zur Seite und die Arme in Schulterhöhe öffnest. In den Krieger, Kriegerin 2. Deine Fersen stehen ungefähr in einer Linie. Dein Blick geht jetzt über den Arm, der nach vorn zeigt, der rechte. Und symbolisch schaust du hier in die Zukunft, also in den Weg, der vor dir liegt. Und dann dreh den Kopf über den Brustkorb, Kinn über den Brustkorb und schau in die Gegenwart, da wo du dich gerade befindest. Genau. Da wo dein Leben gerade stattfindet. Und dann dreh den Kopf weiter über den anderen Arm, nach links, und schau zurück auf den Weg, den du bereits gegangen bist, in die Vergangenheit. Und dann dreh den Kopf nochmal über den anderen Arm und lehn dich zurück. Der rechte Arm geht nach oben in den friedvollen Krieger. Die linke Hand legst du an dein Bein, an deinen Rücken. Und dann fließe zurück in den herabschauenden Hund mit den Windmühlenarmen. Finde dich im herabschauenden Hund wieder ein. Atme hier nochmal tief kraftvoll ein und wieder aus. Im herabschauenden Hund haben wir die Möglichkeit, uns unseren verschütteten Emotionen zu begegnen, zu öffnen, durch die weite Öffnung im Rücken. Und von hier aus mit dem anderen Fuß, dem linken, jetzt wieder nach vorn treten für Kriegerin 1. In der anderen Seite hebt deinen Oberkörper, deine Arme hier nochmal nach oben. Richte den Fokus wieder auf den Weg, der vor dir liegt. Tauch einen Moment in diese Kriegerin ein. Und dann fließe weiter in Kriegerin 2, dreh dich zur Seite nach rechts, stell den ganzen rechten Fuß gut auf und streck die Arme zu den Seiten aus. Blicke über deinen linken Arm. Mit der nächsten Einatmung neige dich zurück in den friedvollen Krieger, Kriegerin. Und ausatmen, bring beide Hände, Arme windmühlenartig wieder neben deinen Fuß. Tritt zurück in den herabschauenden Hund. Atme hier nochmal kraftvoll tief ein und wieder aus. Fließe von hier nochmal in das Brett. Spür dich nochmal in deiner ganzen Kraft.
und zurück in den herabschauenden Hund. Und indem du mit den Füßen zu den Händen läufst oder auf deine Weise kommst du in die stehende Vorwärtsbeuge. Lass deinen Oberkörper hier nochmal richtig locker aushängen. Dazu kannst du ruhig die Knie gebeugt halten, damit ein lockeres Aushängen möglich ist. Und von hier aus kannst du dich entweder aufrollen, Wirbel für Wirbel, oder aufrichten durch Utkatasana mit den Armen über vorne nach oben, die Beine leicht gebeugt. Aufrichten, ganz aufrichten ins Stehen, nochmal in die Rückbeuge. Und dann gib die Hände wieder vor dein Herz, komm wieder in Tadasana, Berghaltung an. Spür einen Moment nach. Dazu kannst du gern die Augen schließen. Und in der abschließenden Position verwurzel dich nochmal tief mit Mutter Erde und begib dich in den Baum. Nimm den rechten Fuß an dein linkes Bein in eine Höhe, wo du dich wohlfühlst, wo du ein gutes Gleichgewicht findest. Und bring die Hände vors Herz. Und wenn du weiter in den Baum gehen magst, kannst du die Arme auch nach oben strecken für die Krone. Und dann fließe von hier in den Krieger, Kriegerin 3. Entweder gibst du die Hände nochmal vors Herz und richtest das rechte Knie nach vorn aus und begibst dich in die Kriegerin 3 oder auch Standwaage ins Gleichgewicht. Finde hier deine Position, eher sanft oder eher vollendet. Und einatmend komm wieder aus der Position nochmal in den Stand, bring die Hände vors Herz und stell den Baum jetzt mit der anderen Seite auf, mit dem anderen Bein. Finde wieder eine Höhe deines Beines, die für dich passt, wo du gut stehst. Streck die Arme nochmal nach oben als Krone. Werde weit, öffne dich nochmal im Brustkorb in den Armen und dann fließe von hier wieder in die Kriegerin 3 oder Standwaage auch genannt. Spür dich im Gleichgewicht, halte die Balance und mit der Einatmung komm wieder aus der Position ins Stehen. Führ die Hände nochmal vor dein Herz, schließ hier nochmal sanft deine Augen. Spür deinen Körper, dein ganzes System nach diesem kraftvollen Kriegerinnen-Flow. Und dann sage ich Danke an Lisa und Ruth und wir wünschen euch allen noch einen wunderschönen Tag.